Heute im ARD-Hauptstadtstudio das neueste Mitglied des Bundeskabinetts, die Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen, seit April im Amt. Herzlich willkommen. Hallo. Und haben Sie oder ihr Fragen an Lisa Paus, schreibt sie uns gerne in unsere Kommentare und wir stellen die dann hier. Aber zunächst erstmal, Frau Paus, ich habe es gerade schon gesagt, Sie sind die Neue immer noch im Bundeskabinett. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? So die erste Sitzung im Bundeskabinett. Alle sind schon da, Sie kommen dann rein als die Neue. Ist es dann auch wie in eine neue Schulklasse sozusagen zu kommen? Nein, also die Sitzung fing ja ganz normal an und ich war nicht die Letzte, die dann zu dieser Sitzung erstmalig erschienen ist. Und ich wurde aber sehr, sehr herzlich willkommen geheißen. Und das Lustige war, dass ich die allermeisten Mitglieder im Kabinett schon kannte. Ich bin ja auch schon ein bisschen länger im Geschäft. Ich bin ja schon seit über 20 Jahren Parlamentarierin und hatte mit den einen oder anderen tatsächlich auch schon zu tun. Das stimmt, ich komme aus dem Finanzbereich, aber witzigerweise kommen etliche aus dem Kabinett, aus dem Finanzbereich. Von daher war es auch zum einen herzliches Willkommen, aber auch ein großes Hallo. Okay, viel Zeit zum Einarbeiten haben Sie ja nicht viele. Das stimmt. Viele dieser Punkte im Entlastungspaket betreffen ja auch Ihr Ressort jetzt. Also jetzt wurde das dritte Entlastungspaket vorgestellt. Bei vielen Verbänden und Vereinen, gerade was das Thema Familie angeht, gibt es immer noch Unzufriedenheit. Viele fühlen sich da alleingelassen. Wie sehr schmerzt Sie das, als Bundesfamilienministerin so eine Kritik zu hören? Ich glaube, man muss auch noch mal erläutern. Also ich empfehle tatsächlich, schauen Sie sich das noch mal genau an. Diese 65 Milliarden Euro, ja, die gehen jetzt definitiv nicht an den Familien vorbei. Sondern wenn man sich es eben anschaut, dann profitieren insbesondere Familien davon. Was auch richtig ist, weil die Familien sind in besonderer Härte davon betroffen. Das sind ja eben die Lebensmittelpreise, die steigen, und aber auch die Energiepreise. Und in größeren Wohnungen, ne, ist eben auch einfach der Anteil dieser Kosten deutlich höher. Das zeigen uns auch alle Studien. Deswegen war es richtig, sich darum zu kümmern. Das habe ich getan und ich freue mich, dass es mir gelungen ist, so viel für Familien herauszuholen. Immerhin steigt das Kindergeld pro Monat um 18 Euro für das erste und zweite Kind. Das heißt, für jedes Kind gibt es jetzt 237 Euro pro Monat. Und das ist eine Erhöhung im Jahr auch von über 430 Euro. Ich finde, das merkt man schon. Also 432 Euro mehr im Jahr haben oder nicht, das macht einen Unterschied, gerade in dieser Zeit, wenn die Schätzungen stimmen, dass wahrscheinlich die Gasrechnungen einzelne Haushalte sogar vielleicht mit über 1.000 Euro mehr belasten, dann finde ich, 432 ist schon eine große Hilfe. Und dann kommen ja die weiteren Punkte noch dazu. Also die besonders zu knapsen haben, die profitieren ja auch vom Wohngeld. Der Anteil derjenigen, die einen Antrag stellen können auf Wohngeld, wird ja nochmal deutlich ausgeweitet. Und ich appelliere an jeden, keine Scham, keine Scheu. Sie sind, wenn Sie antragsberechtigt sind, stellen Sie die Anträge, dann bekommen Sie diese zusätzliche Unterstützung, die so wichtig ist. Und da gibt es ja auch noch einen Anteil für das Thema Heizkostenzuschuss. Und in der öffentlichen Debatte noch gar nicht wahrgenommen, aber auch beschlossen, ist der Kinderzuschlag. Das heißt, gerade die Familien, die besonders knapsen, die eben raus sind aus dem Sozialrecht, raus sind aus dem ALG-2-Bezug, die erwerbstätig sind, die richtig ihren Job machen, aber leider trotzdem, ne, am Existenzminimum sind und für ihre Kinder Unterstützung brauchen, die kriegen noch einmal zusätzlich 250 Euro. Das wissen nicht alle, deswegen sage ich das nochmal. Dafür muss man nämlich leider einen Antrag stellen. Aber scheuen Sie sich nicht, informieren Sie sich, diese zusätzlichen 250 Euro pro Monat, die sind es wirklich wert, so einen Antrag auszufüllen. Ich möchte nur mal einhaken bei dem Thema Kindergeld. Sie haben es angesprochen, da gab es ja die Frage, erste, zweite Kind, da kriegt man mehr Geld. Wie ist es denn eigentlich mit dem dritten? Da haben Sie angekündigt, dass das jetzt auch noch dazu kommt. Und mit dem vierten, fünften, sechsten Kind kriegt man auch mehr Kindergeld. Wie ist da die Regelung? Im Moment ist es noch so, dass es fürs erste, zweite Kind am wenigsten gibt, fürs dritte Kind gibt es etwas mehr und fürs vierte Kind gibt es 250 Euro. Und was wir jetzt eben gemacht haben, ist eben fürs erste, zweite Kind es um 18 Euro zu erhöhen. Fürs dritte Kind gilt das Gleiche jetzt wie für das erste, zweite, also in Summe 237 Euro für das erste, zweite und das dritte Kind. Und beim vierten Kind bleibt es dabei, dass es eben 250 Euro gibt, sogar noch mehr, nicht weniger. Die vierten Kinder und die fünften werden nicht vergessen, sondern für jedes weitere Kind gibt es dann 250 Euro. Aber da muss ich nochmal zur Verständnisfrage, da gibt es kein Plus am Kindergeld für das vierte, fünfte Kind. Also das jetzt nicht. Nein, da bleibt es so, wie es ist, aber es sind eben diese 250 Euro pro Monat. Dafür gibt es eben, ne, gerade Familien mit mehr Kindern haben es ja finanziell besonders schwer. Das heißt, der wirklich relevante Anteil von ihnen ist dann auch berechtigt, Wohngeld zu beantragen oder eben den Kinderzuschlag zu beantragen. Deswegen weise ich nochmal extra darauf hin. Und die wenigsten Familien mit so vielen Kindern
fallen sozusagen aus den verschiedensten Varianten heraus. So. Wir haben ja schon im Vorfeld auch nach Fragen aufgerufen. Und uns haben da viele Fragen zum Thema Corona erreicht. Zum Beispiel hat Verena auf Twitter gefragt, warum gibt es an Kitas keinen Infektionsschutz? Warum werden Kita-Kinder nicht geschützt? Sie können sich nicht selbst schützen und sind auf verbindliche Regelungen angewiesen, die es ihrer Meinung nach nicht gibt. Entschuldigung, ich war gerade noch hängen geblieben bei dem anderen. Ich wollte noch mal sagen, natürlich gehört zu dem Paket noch dazu, dass auch das Bürgergeld ja eingeführt und erhöht wird. Und in dem Zusammenhang gibt es natürlich für die, die gar nichts haben, ja, die eben leider vollständig auf Transfers angewiesen sind, da gibt es natürlich auch noch mal zusätzlich mehr Geld. Das sind eben diese 50 Euro für ALG-2-Empfänger und auch relevant mehr Geld für die Kinder, die in diesem Bereich sind. So, das sind auch mehr als diese 18 Euro. Nur zur Vervollständigung, weil oft gesagt wird, hey, das mit dem Kindergeld, das ist zwar gut, aber es kommt ja bei den Kindern, deren Eltern im Hartz-IV-Bezug sind, gar nicht an. Das stimmt, das ist leider bisher die gesetzliche Regelung, aber mit diesem Paket bekommen die trotzdem mehr Geld als die 18 Euro. Das wollte ich einfach noch der Vollständigkeit sagen. So. Und jetzt zurück zu Verena. Ja. Alles gut. Verena auf Twitter, ich würde es nochmal wiederholen. Die Grundfrage ist, warum gibt es an Kitas keinen Infektionsschutz? Warum werden Kita-Kinder nicht geschützt? Also es geht, viele der Fragen gehen um das Thema Corona, die uns erreicht haben. Der Herbst steht davor, vor der Tür, möglicherweise mehr Infektionszahlen. Wie sollen die Kita-Kinder geschützt werden? Der Bundestag hat ja gerade das Gesetz beschlossen, das ein abgestuftes Verfahren vorsieht. Von daher stimmt, ne, erstmal gilt das nicht, aber die Länder haben ja auch noch Möglichkeiten, dann andere Regelungen in besonderen Situationen dann auch einzuführen. Mein Haus hat in den letzten Jahren sehr deutlich gemacht, wir hatten auch entsprechende wissenschaftliche Expertise, dass das Maskentragen in Kitas auch tatsächlich hilft, dass natürlich vor allen Dingen auch Impfen hilft von denjenigen, die da entsprechend berechtigt sind. Das ist alles richtig. Wir haben das Gesetz jetzt so beschlossen, wie es ist. Das ist wie immer ein Kompromiss. Ich bin aber sehr zuversichtlich, weil ich mich wirklich intensiv auch mit den Ländern unterhalten habe, wie die Lage vor Ort einschätzen, dass das nicht dazu führt, dass Kitas und Schulen geschlossen werden müssen. Insgesamt deutet sich im Moment zumindest an, dass das Infektionsgeschehen hoffentlich nicht so explodiert wie in den letzten Jahren. Ganz entscheidend ist jedenfalls, dass Kitas und Schulen offen bleiben und übrigens auch, dass die Freizeiteinrichtungen offen bleiben, weil die Kinder und Jugendlichen waren wirklich die, die am meisten haben leiden müssen unter dieser Pandemie, weil sie eben persönlich, gesundheitlich gar nicht so stark bedroht waren, sondern es eine große Solidarität haben leisten müssen für andere in unserer Gesellschaft und jetzt aber noch massiv unter den Folgen leiden. Und das wissen inzwischen alle, sowohl was die Sprachfähigkeit angeht, ne, was Mathekompetenzen angeht und so weiter. Das sind dramatische Zahlen, sozialpsychische Zahlen sind dramatisch. Die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ist wirklich in keinem guten Zustand. Und deswegen muss oberste Priorität sein, dass sie offen bleiben und nicht nur sonntags, sondern auch montags bis freitags. Und deswegen kann man sich darauf verlassen. Ich werde mich dafür einsetzen, dass Kitas und Schulen offen bleiben. Wenn es eine neue Lage gibt im Herbst, dann werden wir noch mal drüber reden müssen. Die Kinder, die Kitas und Schulen müssen offen bleiben und auch die Freizeiteinrichtungen. Aber trotzdem ist ja die Frage, die steht im Raum, die wird uns ja auch mal wieder bei Twitter gestellt und in den sozialen Medien. Wie werden denn die Kinder geschützt? Also natürlich sollen sie weiter in die Schule gehen können, aber wie werden sie vor dem Virus geschützt? In Schulen und in Kitas? Da sind tatsächlich die Länder gefragt, das herzustellen. Es gibt nicht nur eine Schulpflicht, sondern es gibt auch ein Beschulungsrecht. Die Kinder, die entweder selber oder deren Familien eben da besonders vulnerabel sind, für die braucht es entsprechende Lösungen. Aber in der Summe ist es ja so, dass eben Kinder und Jugendliche von diesem Virus nicht besonders bedroht sind. Und von daher muss man dann schon schauen, ne, wie kriegen wir das in der Summe gemeinsam hin. Es ist wichtig, dass die Kitas und Schulen offen bleiben und dass der Gesundheitsschutz gewährleistet ist. Aber die Offenheit ist ganz zentral, weil einfach die psychosozialen Folgen für die Kinder und Jugendlichen jetzt schon dramatisch sind nach 2 Jahren Pandemie. Und das können wir nicht weitermachen. Mhm. Frau Paus, ist das jetzt die erste Sitzungswoche nach der Sommerpause, Haushaltswoche? Der Plan, der Haushaltsplan wird da auch debattiert. Ihr Ressort muss vor allem bei der Kinder- und Jugendpolitik massiv sparen. Sie haben es gerade schon angedeutet, nach 2 Jahren Pandemie, ist das denn überhaupt verantwortlich?
Es ist so, dass mein Gesamtetat gestiegen ist und das, was da jetzt gesunken ist, das, es ergibt sich daraus, dass wir eben ein großes Corona-Aufholprogramm gemacht haben. Wir haben zusätzlich 350 Millionen Euro in die Hand genommen, um ein bisschen sozusagen die Folgen zu dämpfen, um eben Kinder wieder in Bewegung zu bringen, ja, Sport zu unterstützen, Familienfreizeiten zu unterstützen, damit eben soziales Miteinander wieder passiert und damit wieder mehr Strahlen ins Gesicht kommt und Kinder eben so wieder die Normalität hinbekommen, soziales Miteinander erleben und auch sich bewegen. Auch die Adipositas-Zahlen, ne? Also einfach das Stichwort, nennen wir es einfach mal so, dicke Kinder, ja, ist eins, was jetzt wirklich breit auch die Ärzte beschäftigt und deswegen müssen wir dagegen steuern. Die größte Corona-Zeit ist aber ja momentan jedenfalls absehbar erstmal nicht so. Und deswegen stimmt es, ich habe jetzt für das nächste Jahr eben keine 350 Millionen Euro mehr zur Verfügung, sondern 50 Millionen. Aber auch mit diesen 50 Millionen kann man noch etwas tun für Kinder und Jugendliche. Und ich weiß nicht, wie jetzt Ihre Rückmeldungen hier waren, aber bei mir kommt ganz oft an, dass Kinder und Jugendliche sich zum einen nicht gehört fühlen und verloren gelassen fühlen. Und bei diesem nicht gehört fühlen, da können wir ja wirklich etwas tun. Mhm. Also mir geht es wirklich darum, Kinder und Jugendliche zu beteiligen, sie zurückzuholen, ihnen klarzumachen, ich interessiere mich für euch, ich will wissen, was ihr machen wollt. Und wenn ihr eine gute Idee habt, ne, was ihr vor Ort zusammen bewegen wollt, ne? Ist es ein Bolzplatz oder ein Treffpunkt oder was auch immer, dann möchte ich eben mit diesem Geld ermöglichen, dass Kinder und Jugendliche sich selbst aktivieren, gute Ideen einwerfen und dass dann eben vor Ort etwas Neues entsteht für Kinder und Jugendliche. Und das ist, glaube ich, etwas, was man auch mit diesem Topf gut erreichen kann. Frau Paus, ich würde noch mal in die User-Fragen gehen, mit der Bitte vielleicht um etwas kürzere Antworten, damit wir ein paar mehr Fragen noch stellen können. Das Thema Sprachkitas, das wurde ja in den vergangenen Wochen auch viel diskutiert, da haben uns auch einige Fragen erreicht. Wenke Stardach zum Beispiel hat per Mail gefragt, ich möchte gerne wissen, ob und wie Sie sich für eine Fortführung der Sprachkitas 2023 einsetzen. Ich will, dass dieses Modellprogramm, was über 11 Jahre entwickelt worden ist, was evaluiert worden ist, was gezeigt hat, dass es richtig, richtig gute Arbeit geleistet hat, dass das eben endlich rauskommt aus dem Modellstatus und rein in die Regelfinanzierung. Und da ist es nun mal so, dass eben für die Regelfinanzierung der Kitas die Länder und Kommunen zuständig sind. Und deswegen habe ich mir eine Brücke überlegt. Deswegen habe ich ja jetzt nochmal dafür gekämpft, 4 Milliarden Euro für die Länder für ein Kita-Qualitätsgesetz. Und mit diesem Qualitätsgesetz kann eben auch ganz zentral die Sprachförderung finanziert werden. Das liegt jetzt ein bisschen an den Ländern, ob die diesen Ball aufnehmen. Sie können es auch nach diesem Gesetz auch für andere Dinge verwenden, aber sie können eins zu eins mit diesem Kita-Qualitätsgesetz die Sprachförderung, die es jetzt gibt, die Sprachkitas, weiterführen. Und dann gibt es noch andere Übergangsthematiken, was die Struktur angeht. Und da finde ich, da sind wir gut beraten, das jetzt gemeinsam zu lösen, weil es wäre ja absurd. Wir reden alle von dem Fachkräftemangel bei den Erzieherinnen und Erziehern, die jetzt so in der Luft hängen zu lassen, sondern die brauchen sehr, sehr schnell Klarheit. Mhm. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn wir zusammen mit dem Bundestag und den Ländern es hinbekommen, eine Übergangsfinanzierung zu schaffen, damit sie eben nahtlos dann überführt werden können in die Regelfinanzierung über das Gute-Kita-Gesetz. Können Sie uns da noch so, können Sie da so ein bisschen noch mal ein bisschen vielleicht Klarheit ins Dunkel, Licht ins Dunkel bringen? Was heißt denn Übergangsfinanzierung? Dieses Kita-Qualitätsgesetz ich muss dann mit 16 Bundesländern Verträge machen und es muss auch noch der Bundestag und Bundesrat. Wir haben jetzt September die Verträge für die Sprachkitas, die laufen aus zum 31.12. So, das da ist man jetzt, sich ja viele Sorgen. Genau, das ist, jetzt, viele Sorgen. Das ist jetzt wirklich nicht mehr viel Zeit, sondern das ist jetzt sehr, sehr dringend. So, und außerdem ist es so, dass ich eben das Gesetz beschließen muss und dann muss ich 16 Verträge machen mit den Bundesländern und das wird wahrscheinlich auch bis zum 31.12. nicht ganz genau passen und deswegen wird dieses Gesetz erst zum 1.7. nächsten Jahres beginnen mit der neuen Phase. Also es gibt eine Lücke zwischen dem 1.1. und dem 1.7. und für diese Lücke brauchen wir eine Übergangsregelung und da habe ich gestern gute Signale gehört im Bundestag, dass gemeinsam sich Gedanken gemacht wird von der Ampel, wie sie diese Übergangsphase schaffen können, damit sie eben nicht ins Loch fallen für 6 Monate, sondern damit es eben einen guten Übergang von der Bundesfinanzierung in die Landesfinanzierung gibt. Wie gesagt, de facto machen wir mit dem Geld, ist es auch Bundesgeld, aber eben kein Modellprojekt mehr, sondern eine Regelfinanzierung. Das ist das, was wir schaffen wollen. Das heißt, in dieser Übergangsphase, diesen 6 Monate, muss jemand, wer auch immer, Bund, Land,
wie die Finanzierung denn aussieht, diese Gelder übernehmen. Also irgendjemand muss ja die Mitarbeiter in den Sprachkitas in diesem halben Jahr dann bezahlen, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, und da, ne, das ist noch nicht gelöst. Ich will aber, dass wir das gemeinsam hinbekommen. Das ist zum einen sozusagen, wie man geldlich zueinander kommt. Und das zweite ist, dass man auch die Strukturen überführen muss. Jetzt ist es so, dass es eben eine Bundesservicestelle gibt. Und diese Bundesservicestelle, die müssen wir dann organisieren, ob und wie sie von den Ländern übernommen wird oder wie die einzelnen Arbeitsverträge dann entsprechend übernommen werden. All das müssen wir jetzt zügig in Angriff nehmen. Mein Haus hat Vorschläge erarbeitet und ich fange jetzt an mit den Gesprächen. Gestern vom Bundestag gab es ein gutes Signal, dass wir eine Übergangslösung allgemeinsam hinbekommen wollen. Und wenn wir das alle wollen, dann schaffen wir das auch. Das heißt nochmal zusammengefasst bei diesem Themenkomplex zum Ende, keiner der Mitarbeiter bei den Sprachkitas wird ab dem 1.1. auf der Straße stehen, ab dem 1.1.2023. Ich setze mich dafür ein, dass das nicht passiert und das mit Hochdruck. Okay. Fragen zum Thema Sorgerecht und Unterhaltsrecht. Efkir fragt bei Twitter, wann erfolgt die überfällige Reform im Sorge-, Umgangs- und Unterhaltsrecht, die von Experten seit Jahren dringend angeraten wird, für welche Vorgängerregierung laut Frau Lambrecht keine Zeit hatte? Nochmal, was war ich? Also eine überfällige Reform im Sorge-, Umgangs- und Unterhaltsrecht, ich das hier richtig verstehe. Wann das kommt? Genau. Da liegt die Federführung bei meinem lieben Kollegen Marco Buschmann. Ich kann nur sagen, dass wir daran arbeiten. Wir machen ja insgesamt ein großes Projekt sozusagen, das Abstammungsrecht zu reformieren. Da hört dann ja auch das Sorge- und Umgangsrecht dazu. Ja. Und weil wir es etwas größer machen, weil wir auch mit in den Blick nehmen, dass wir Vater-Mutter-Kind-Familien haben. Aber wir haben inzwischen auch eine größere Vielfalt in Deutschland an verschiedensten Familienkonstellationen. Mhm. Denken Sie zum Beispiel an die Patchwork-Familien, ja, wo es eben de facto sozusagen die sorgeberechtigt sind, eingetragen ist. Und dann gibt es eben jetzt potenziell einen neuen Partner und dann gibt es eben noch einen anderen Elternteil, der woanders ist. Also, da gibt es einfach rechtliche Fragen, die diese Menschen gerne geregelt haben wollen, die sie aber jetzt mit dem derzeitigen Recht nicht regeln können. Und deswegen wollen wir da was reformieren. Wir wollen ein sogenanntes kleines Sorgerecht einführen, man kann sie Bonuseltern nennen. Mhm. Die das miteinander wollen. So, das zum Beispiel wollen wir machen. Wir wollen auch die Verantwortungsgemeinschaft ermöglichen. Also da guckt jetzt keiner ins Bett, inwieweit da jetzt eine Liebesbeziehung besteht oder nicht. Mhm. Aber wenn Menschen füreinander Verantwortung übernehmen wollen und das nicht nur in Einzelfällen, sondern insgesamt, dann finden wir, kann man das rechtlich auch ermöglichen. So, und dieses ganze Reformprojekt, da arbeiten wir gerade intensiv dran. Wie gesagt, federführend ist da Herr Buschmann. Deswegen kann ich sicher sagen, es wird kommen. Aber einen Zeitpunkt kann ich heute nicht nennen. Ich möchte einmal noch kurz auf das Thema heißer Herbst, also sogenannter heißer Herbst, wie er von Linken und Rechtspopulisten teilweise heraufbeschworen und so genannt wird, kommen. Es gibt viele Menschen, die Angst haben, wo es Frust gibt. Wie gelingt es Ihnen, diesen Menschen diese Angst zu nehmen, den Frust zu nehmen, ohne dass Links- und vielleicht auch Rechtsradikale das für sich instrumentalisieren? Ich finde erstmal Angst eine völlig natürliche Reaktion, ehrlich gesagt, in dieser Situation. Wir haben ja wirklich multiple Krisen, ja, und das ist erstmal ohnehin beängstigend. Wir haben Krieg in Europa. Das ist beängstigend und wir haben jetzt eben deutliche Preisexplosionen und da muss man natürlich auch nochmal jeweils schauen, ne, was heißt das jetzt eigentlich für mich? Komme ich zu Hause über die Runden? Macht das vielleicht auch was mit meinem Arbeitsplatz und so? Das ist alles völlig berechtigt. Ich kann nur signalisieren, die gesamte Bundesregierung sieht das aber. Deswegen haben wir ja eben jetzt das dritte Entlastungspaket auf den Weg gebracht und schauen immer wieder neu, wie sich die Situation verändert und wie wir eben darauf reagieren müssen. Und ich finde, wir haben es bisher als Regierung sehr gut geschafft, das Notwendige zu tun. Wir haben ein Sondervermögen für die Bundeswehr auf den Weg gebracht. Wir haben ein erstes und zweites Entlastungspaket für die ersten Anstiege der Inflation geschnürt. Und wir haben jetzt ein großes Paket mit 65 Milliarden Euro nochmal geschnürt, damit wir auch über den Winter kommen. Mhm. Und von daher, wir sehen das. Es kann nicht sein, dass in so einem grundsätzlich reichen Land wie Deutschland Menschen
existenzielle Nöte haben müssen, das ist unser Part. Mhm. Und ansonsten ist es aber so, es ist auch wichtig, dass wir miteinander als Gesellschaft den Zusammenhalt stärken und diesen rechten Rattenfängern sozusagen nicht nachlaufen. Mhm. Das wäre absurd. Natürlich ist das auch eine Herausforderung für die Demokratie, aber ehrlich gesagt, andererseits, wir wissen doch, unsere Demokratie ist lebendig. Ja? Wenn es darauf ankommt, dann funktioniert Solidarität in Deutschland. Ja, wir sind jetzt alle noch mal einen Ticken mehr gestresst, aber wenn wir alle unseren Job machen, mhm. ja, und gerne auch schicken Sie an mich Nachrichten, Informationen, was wir alles nicht gesehen haben, wo wir nochmal nachbessern müssen mhm. oder wie die Situation ist. Aber grundsätzlich, ne, wir haben wirklich den Anspruch, unseren Job zu machen. Aber es wäre eben auch gut, wenn jeder bei sich auch nochmal überlegt, was kann sein mhm. oder ihr Beitrag sein in dieser Situation. Und wenn es einfach ist, dass man sieht, die Nachbarin ist zu Hause allein oder ist in Nöten, dass man auch mal wieder ins Gespräch geht mit seinen Nachbarinnen und Nachbarn, damit wir alle gemeinsam gut durch die Krise kommen. Sie haben jetzt gesagt, Sie haben schon an 3 Entlastungspaketen gearbeitet. Kommt da jetzt noch ein 4? Das ist da eigentlich noch was in Arbeit? Nein, also erstmal glauben wir, sind wir jetzt gut aufgestellt. Sie haben heute noch mal gehört, heute war noch mal die Haushaltsrede vom Wirtschafts- und Klimaminister. Mhm. Da ist ja noch mal aufgegriffen worden, die Situation von Unternehmen, insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen. Da gibt es auch noch mal die Thematik, wie ist das da mit den Energiepreisen. So, da ist noch mal deutlich geworden, es wird auch ein breiteres Unterstützungspaket für Unternehmen geben, in der ähnlichen Art und Weise, wie wir es von Corona ja schon kennen. Da haben sich ja einige Instrumente doch ein bisschen etabliert. So, von daher, das ist vielleicht in der Öffentlichkeit noch nicht so angekommen, mhm. aber das ist auch Teil dessen. Und das gilt natürlich auch für das ganze Thema Freizeiteinrichtungen, ne, Zivilgesellschaft, ich habe ja gerade davon gesprochen, wir müssen es auch schaffen, uns gegenseitig zu unterstützen. Dafür braucht es natürlich Orte, dafür braucht es natürlich auch eine lebendige Zivilgesellschaft, die sich dann auch in Räumen treffen kann, mhm. die dann auch beheizt sind. So, das sind schon noch Themen, wo wir schauen, aber das ist, glaube ich, Teil des dritten Entlastungspakets. Vielen Dank, Frau Paus, dass Sie sich unseren Fragen und denen der User gestellt haben. Und ja, wir wünschen noch einen schönen Tag aus dem ARD-Hauptstadtstudio.